Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Das Semester geht in 2 Wochen wieder los und ja, ich glaube, es gibt einiges zu tun noch vor Semesterstart. Und deswegen würde ich sagen, nehme ich euch mit bei den Vorbereitungen fürs neue Semester und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen. So, zum einen, während ich eine ganze Zeit lang weg war, ist ein Riesenstapel an Zeitungen eingefallen. Das ist der Nachteil, wenn man meint, Zeitungen abonnieren zu müssen. Ich muss mal gucken, ob ich die Zeit habe, mich da durchzuforsten. Passend die Zeit habe, mich da durchzuforsten. Ja, ich bin schon wieder ganz witzig unterwegs. Aber genau, was ich euch noch zeigen wollte, ist, ich habe durch das E-Fellows-Stipendium ebenfalls mir ein Buch bestellt. Das haben wir letztes Jahr schon bekommen von dem Dozenten aus Unternehmensberatung und das habe ich mir gedacht, finde ich ganz spannend, gerade weil ich ja auch in der Beratung arbeite. Also das ist das Buch Perspektive Unternehmensberatung und genau, da sind eben Fallstudien drin, ein Branchenüberblick, Tipps zum Einstieg, es ist ganz spannend. Genau, deswegen einmal hier diese Printausgabe auch wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob die E-Version auch was kostet, aber auf jeden Fall einfach mal auf der Website von eFellows schauen. Ansonsten steht noch an, ich muss noch ein Kapitel für Französisch fertig machen vor dem neuen Semester, weil ich ja da den weiterführenden Kurs quasi noch machen werde. Weshalb ich natürlich obviously alles aus dem alten Kurs können sollte. Und genau, ich werde euch auch noch mal ein Noten-Update geben. Da fehlt mir jetzt noch eine, auf die warte ich noch und dann kommt hier ein Gesamtupdate von meinen Noten vom letzten Semester. Genau, das ist so grob der Plan. Ansonsten sehe ich, wo ich euch noch so mitnehmen kann und genau, wir sehen uns dann gleich wieder. Wir haben zwar noch Semesterferien, allerdings muss ich ja noch ein paar Kapitel in Französisch nachholen. Und deswegen werde ich dafür jetzt an die Uni gehen und dann nehme ich euch dann ein bisschen mit. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich nicht zu Hause. Ich bin gerade noch in Berlin. Den Vlog habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Ich habe heute nur meine letzte Note bekommen und deswegen wollte ich hier das Video zu Ende drehen. So, zur Übersicht. Ich hatte insgesamt 6 Module, habe 7 Prüfungsleistungen geschrieben, weil ich noch den Englisch-Test gemacht habe. Also Englisch habe ich ja schon gesagt, das war eine 2,7. Dann hatten wir Französisch mit einer 2,0. Ich hatte ja Statistik als Auflagenmodul, wo ich ein bisschen Schiss hatte, mich aber dann eigentlich ganz gut durchgearbeitet habe und deswegen wurde es auch eine 1,3. Hier muss ich wirklich sagen, ich habe aufs Bestehen gelernt, aber dadurch, dass viele Elemente ähnlich waren zu manchen Übungen und auch die Altklausur ein bisschen geholfen haben, ja, lief die Klausur echt gut und ich meine, in Mathe bin ich jetzt halt nicht so schlecht. Deswegen, genau, war das eine sehr zufriedenstellende Klausur, auch wenn sie nicht zählt. Ich musste es ja nur bestehen. Dann hatte ich ja die 3 Mastermodule, in denen habe ich jeweils eine 1,0 bekommen. Ich muss dazu sagen, bei Managing Digital Transformation muss ich sagen, war es schon anspruchsvoll, weil man echt viel machen musste, halt die ganze Zeit. Und die beiden anderen Module, die waren halt ja, viel Theoriestoff und das musste man halt dann quasi auswendig lernen. Durch die Altklausuren gab es da auch einen recht guten Fragekatalog, den man sich quasi zusammenstellen konnte, wie ich das dann auch gemacht habe.
Und ich muss sagen, die Bonuspunkte, die ich hatte, haben mir schon jedes Mal die 1-0 ermöglicht. Also ohne die Bonuspunkte hätte ich die 1-0 auch nicht gehabt. Ich habe aber natürlich auch so gelernt, weil ich wusste, dass ich die Bonuspunkte habe. So viel dazu. Ich finde es ein bisschen ungünstig, dass ich quasi nur 3 Module für den Master im ersten Semester gemacht habe. Aber ich bereue es nicht, dass ich es so gemacht habe, weil dadurch konnte ich eben bei allen eine gute Note erreichen. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich dieses Semester ändern werde, ich kann mir die Sachen gut merken, wenn ich das quasi handschriftlich aufschreibe. Und ich habe ja sozusagen mir immer so ein kleines Skript geschrieben. Und andere machen sich nur Notizen auf den Folien von den Professoren. Allerdings ist auf dem Skript immer sehr viel Inhalt. Und gerade am Ende vom Semester war es super viel und super unnötig, alles nochmal mitzuschreiben. Und ich werde jetzt dieses Semester mir eine andere Strategie überlegen, beziehungsweise ich habe sie mir schon überlegt. Und zwar werde ich diesmal auch einfach ganz normal mitschreiben, aber eben nur die Inhalte, die kommuniziert werden, die ich auffassen kann und die dann quasi nochmal ergänzen. Das heißt, dass ich inhaltlich schon so ein Skript habe, aber dass es jetzt nicht Wort für Wort und Folie für Folie sein muss. Das hätte ich mir schon zwar früher sparen können, aber im Bachelor hatte ich so gemacht. Ich hatte die Unterlagen vom neuen Semester immer schon in den Semesterferien und habe quasi vorgeschrieben, weshalb das da auch geklappt hat. Aber jetzt, wenn man das nebenbei macht, klappt das nicht. Ich muss auch mal gucken, ob ich das mit den Karteikarten noch so beibehalte. Also zum Lernen auf jeden Fall mega gut. Aber ich glaube, ich werde mir auch zuerst Altklausuren anschauen und ein bisschen auf die Inhalte achten, damit ich eben nicht unnötig lerne. Also das war so ein bisschen am Anfang vom Semester, das erste Drittel vielleicht so, dass ich vieles umsonst gemacht habe. Und ich muss auch sagen, mit den 2 Seminaren und einem Projekt und Arbeit etc. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen geplant, da werde ich euch auch mitnehmen. Werde ich einfach auch die Zeit dazu nicht haben. Und da muss man einfach ein bisschen sich weiterentwickeln. Und ich glaube, auch bei meinem System kann man noch einiges optimieren, was der Faktor Zeit angeht. Weshalb ich das einfach versuchen werde. Und ich werde euch natürlich mitnehmen, wenn ihr Tipps für mich habt. Vielleicht wisst ihr ja, wie man das am besten macht und könnt mir neue Möglichkeiten eröffnen. Ich weiß nicht, ob ich da dann einfach zu sehr meinen Blick habe, weil ich weiß halt, wie ich am besten lernen kann, aber gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die man mal ausprobieren kann. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich das Video an dieser Stelle auch beenden. Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Start bis jetzt ins Semester. Da werde ich euch im nächsten Vlog mitnehmen nämlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Schauen und bis dann. Crazy, plain exhausted.